Mind Control. Hallo und herzlich willkommen in unserem dritten und letzten Teil. Ja, dieses Video wird nicht ganz so lang werden mehr, weil wir brauchen eigentlich nur mehr eines, weil sonst haben wir alles schon programmiert. Ja, das Umwandeln von Hexadezimalzahlen in Dezimalzahlen. Ja, das ist nicht so lang. Und natürlich ein paar Fehlerausgaben, die wir da noch mitprogrammieren müssen. Ja. Und dann ist eigentlich das kleine Programm fertig. Ja, also wer sowas wirklich am 128 machen will, ja, das ist kein Problem. Ihr könntet ja nicht mehr Programme starten, aber man kann es natürlich ja auf einem Emulator ja mehrere Maschinen laufen lassen. Ja, und unsere Einsprungadresse für das Umrechnen von Hexadezimalzahlen, Dezimalzahlen war die 4010. Ja, und daher schreiben wir mal die Zeile 4000 und sagen dort REM, ja, machen wieder drei Sternchen, ja, dass es ein bisschen abhebt. Hexadezimal, ja, so heißt es richtig, in Dezimal. So, und damit können wir mit unserer Einsprungadresse beginnen und das wird euch ein bisschen bekannt vorkommen. Weil wir müssen im Prinzip ja das Gleiche machen oder so Ähnliches machen, ja, wie oben, ja, nur mit ein paar kleinen Unterschieden. Ja. Und zwar müssen wir als erstes uns wieder die Länge der Eingabe holen. Ja. Und das unsere Variable, in der wir das ja auch bei den Dezimalzahlen gespeichert haben, bei LA. Ja. Kannst du mal ein bisschen so schreiben, dass es ein bisschen lesiger ist. Ja, und müssen wieder sagen, len, ja, de, string, ja, Klammer zu. Ja, hätte man ja fast in ein Unterprogramm schreiben können. Aber ich glaube, da ja, über GoSub und Return. Ne? Aber ich glaube, ne, da wäre wahrscheinlich das Anspringen, oder hätte das Anspringen des Unterprogramms länger gedauert als diese Zeile. So, und jetzt müssen wir natürlich auch wieder genau das gleiche machen wie bei den Dezimalzahlen. Ja, weil wir haben jetzt vor den D, statt den D vorne ein H. Ja, damit das Programm eben weiß, es ist eine Hexadezimalzahl eingegeben worden. Und daher müssen wir jetzt wieder das gleiche machen. Ja, wir müssen hergehen, ja, und dieses H da rausbringen. Ja, und sagen wir da DH String, ja, Komma LA minus 1. Ja, und damit haben wir wieder ja, von rechts angefangen ja, bis links. Ja, und weil wir LA, also die Länge, ja, also der Zeichen, also wie viele Zeichen dort sind, ja, minus 1 nehmen, fällt das A wieder automatisch raus. Ja, und jetzt brauchen wir wieder, und das ist im Prinzip ja, fast das gleiche Spiel, ja, nicht ganz, ja, setzen wir I wieder auf 0, ja, in dem Fall ist es nicht schlecht, ja, weil wir I mehrfach benutzen, ja, weil wenn ihr das nicht macht, habt ihr ein Problem. Ne? 4040, ja, und hier müssen wir natürlich I ja, wieder hinaufzählen. Ja. Ich meine, es ist prinzipiell so, Leute, ja. In einer Vernextschleife, da nimmt man ja auch meistens als Zielvariable i, da brauche ich sie nicht auf 0 setzen. Aber hier hättet ihr schon ein Problem. Ja, weil wenn i nicht auf 0 gesetzt wird, ja, und ihr habt jetzt zum Beispiel eine Dezimalzahl eingegeben, die hätte 5 Zeichen gehabt, ja, dann wäre nämlich i ja, schon 5, ja, und würde die i nicht zurücksetzen auf 0, dann ja, ist es natürlich logisch, ja, wäre i 5 und 5 plus 1 ist 6, ne? Also darum müsste es zurückgehen. Und daher kann man das auch nicht in einer Zeile schreiben. Ne? Weil würde man die 4030 und die 4040 in einer Zeile schreiben, das ist ja auch klar. Also nur mit einem Doppelpunkt da getrennt, dann hätte die eine Endlosschleife, weil die Ideon zurücksetzt. So, und jetzt haben wir nochmal diese Megazeile, ja, die aber dieses Mal ein bisschen anders ist, ja, weil dieses Mal müssen wir auf Zahlen und ja,
auf Buchstaben, ja, und zwar von A bis F prüfen. Ja. Und daher rennt da, läuft das, das ist das Österreichische durchgekommen, hier ein bisschen anders. Ja, und zwar müssen wir jetzt sagen, if. Ja, ASC, also wir wandeln wieder in den Code zurück. Ja, Komma, ja, also sieht ähnlich aus, ja, String, Klammer auf, ja, die String, weil dort haben wir das ja gespeichert, Komma I, ja, Komma 1, Klammer zu. Ja, da sagen wir wieder, ist ja, kleiner als 48. Ja, und dann kommt natürlich wieder oder ASC, ja, mit String, Gamma auf, D, e String, ups, wäre vielleicht so besser. Klammer auf, der String, ja, Komma I, Komma 1, ja, zweimal Klammer zu, größer 57, dann machen wir es so. Ja, wer hat sich's gemerkt? Ten Goto. Jups. Ja. Und die große Frage ist, warum geben wir jetzt keine Fehlermeldung aus? Ja, das wäre ja aber dann auch wieder so eine Zeile, Programmzeile mit 1000 beginnen würde. Na, ganz einfach. Weil es eine Hexadezimalzahl ist, können auch Buchstaben enthalten sein. Und daher müssen wir, ja, wenn das keine Zahl ist, ja, darauf prüfen, ob es Buchstaben sind. Ja? Und daher sieht das jetzt ein bisschen anders aus. Ja, und dazu sagen wir 4070, ja, und wir beginnen wieder, ja, mit einer wir prüfen jetzt, ja, wieder, so, hat eine kurze Unterbrechung gegeben. Ja, wir prüfen jetzt, aber zuerst, ja, ihr werdet gleich sehen, warum ich das so programmiert habe, ja, ob wir alle Zeichen schon durchgegangen sind, ja, sagen I größer LA minus 1, ten 40 40. Ja, also wir springen dort wieder hin, wo wir unsere Zielvariablen gemacht haben. Ja, ist das auch nicht der Fall, können wir sagen 4080. Goto 4001 10. Ja, kommen wir noch dazu. So, und jetzt, ja, machen wir Folgendes, ja, wir prüfen jetzt, ja, ob der Buchstabenbereich stimmt. Ja. Dazu müssen wir sagen, if A, S, C, ja, Klammer auf, mint, string, ja, Klammer auf, D, E, string, ja, Komma, I, Komma, 1, ja, zweimal Gamma zu, ja, ist größer, ja, 65. Ah, Entschuldigung, ja, ist kleiner 65, so ist richtig. Ja, denn 65, da fangen nämlich die Buchstaben an. Ja, und da müssen wir jetzt von A bis F prüfen. Ja, und daher sagen wir nochmal, oh, ja, A, S, C, Klammer auf, mint, String, ja, Klammer auf, D, String, ja, Komma, I, Komma 1, zweimal Klammer zu,
ja, ist größer 70, ja, 10. Das sind 40, ja, weil da müssen wir natürlich, ja, ihr seht, hier habe ich das Konto weggelassen, ja, weil da müssen wir natürlich, ja, eine Fehlermeldung ausgeben, ja, weil in dem Fall, ja, wenn es diese Prüfung auch nicht standhält, ja, wäre ja logisch, dass ja ein Buchstaben, ja, Buchstaben, sage ich, ja, Buchstaben, ja, außerhalb des Bereiches von A bis F eingegeben hat. Und daher brauchen wir erst auch da erst anspringen und nicht oben bei den, wenn wir auf die Zeichen prüfen. So, und wir wollen gleich hergehen und wollen uns auch gleich diese Fehlermeldung, ja, ich mache mir hier einen Marker, ja, dass wir wissen, wo wir waren. Und wollen die gleich mitprogrammieren. Ja. So, und dazu müssen wir, machen wir hier einen Abstand, sagen 1040 und dann geht's weiter. So. Und sagen, ja, da. Ja, also wieder unser schönes Spiel, 0,21. Ja, das ist die Spalte, ja, und die Zeichen und die Zeile, ja, wo wir unsere Fehlermeldungen ausgeben und dort sagen wir jetzt ein Hexadezimal. Ja, Doppelpunkt. Ja, nur Zeichen. Ja, 0 bis 9. Ja, End. Ja. Ups, das war wohl die falsche. So, und ja, A bis F. Ja. Damit haben wir die programmiert. Und ja, jetzt können wir wieder sagen 1050, ja, GoTo 2510 und damit springen wir wieder in die Eingabe zurück. Ja. So. Wenn es aber dem auch standgehalten hat, dann können wir hergehen, ja, und können jetzt ja, die Hexadezimalzahl in ja, eine Dezimalzahl umwandeln. Ja, und das machen wir in der Zeile 4110. Ja. Und da ist es aber so, ja, die Hexadezimalzahl, die wir umwandeln, ja, ergibt immer eine numerische Variable. Daher müssen wir das ja, zuerst in einer numerischen Variable, ja, machen wir so, dass es übersichtlicher ist, mal speichern. Ja. Und der Befehl, ja, um Hexadezimalzahlen umzuwandeln, ist jetzt de String. Ja, im Prinzip das gleiche Spiel wie oben. In den Dezimalzahlen nur halt, dass wir ja, das halt mit der Hexadezimalzahl machen. So, und auch hier müssen wir natürlich hergehen. Ja, und das Ganze auf den Zahlenbereich prüfen, ja, und das können wir jetzt hier noch einmal machen, ja, indem wir sagen if ja, die e größer ja, 65.553 ja, 10 1100 ja, und die programmieren wir uns auch gleich mit, ja, da die Fehlermeldung. Dann haben wir eigentlich schon alle Fehlermeldungen durch. Ja, wir sagen jetzt 1100, ja, unsere Standardzeile wieder ja, für Fehlerausgaben. Ja, und dort schreiben wir x maximaler Zahlenbereich.
Bereich, ja, und jetzt haben wir viermal df, ja, Komma, oh, Punkt, ja, Anführungszeichen und sagen wieder 1110, ja, Goto, ja, 2510. Ja, also wir springen wieder auf die Eingabe zurück. Ja, das war übrigens die letzte Fehlermeldung. Ja, und jetzt haben wir es gleich geschafft. Das mag vielleicht ein bisschen verwirrend sein, das Ganze, das ist mir auch ganz klar. Ja, aber ich sag's euch, schaut euch den Code in Ruhe an. Ja, ich könnte übrigens auch den mal versuchen als PDF auszugeben, das wäre kein Problem. Könnte ich ihn auch jemandem zuschicken, das ist vielleicht dann einfacher. Ja, sich das in Ruhe anzusehen. So, und wir müssen jetzt das Ganze noch abschließen. Ja, denn jetzt müssen wir nämlich die Dezimalzeile, die wir errechnet haben, wieder umwandeln in eine String. Ja, weil wir geben ja oder wir speichern das Ganze ja in Stringvariablen ab. Ja, und dazu sagen wir 4000 N130, ja, und dort sagen wir DH-String, ja. Moment, Moment, Moment. Jetzt muss man mal schauen, wo wir zu Hause sind. Ja, da. DH-String, ja, Klammer auf. 13, wir können es jetzt schon direkt in DH speichern, Komma 0, ja. Klammer zu, ja. Mach wieder ein bisschen Abstand, dass ihr es besser seht. DR. Ja, String, ja, damit wandeln wir eine numerische Variable, ja, wieder in eine String-Variable um DE. Ja, damit ist die umgewandelt. Ja, und so, und jetzt, Leute, lasse ich mal zwei Zeilen aus, ja, und ich werde euch auch zeigen, warum. Ja, und die fügen wir dann da nach ein. Und da jetzt müssten wir eigentlich ja nur mehr sagen, ja, 4000, ja, 150, ja, Gosub, ja, 1510, ja, ihr erinnert euch, wir haben ja bei den Dezimalzahlen ja die Nullen gefüllt, ja, und hier springen wir ganz einfach nur den Bereich an, den wir für das Füllen, ja, na, wie soll ich sagen, ja, programmiert haben. Das ist nur der Teil, ja, und die letzte Programmzeile wäre dann, das heißt nicht, weil zwei habe ich jetzt ausgelassen, ja, 4160, also 4061, go to, ja, 2010. So, und jetzt probieren wir mal unser Programm aus, ob wir irgendwo einen Fehler haben, ja, und sagen, ah, ja, sagen wir AF. Ja, das habe ich mir gedacht, dass da wahrscheinlich was drin ist. Ja. So. Und zwar 4020, ja, haben wir eine illegale Operation, ne? Und das mag er mal gar nicht. Ja, also schauen wir uns die Zelle mal an. D-String ist gleich. R-I-G-H-T, ja, String, aber es ist kein Six Error. Klammer auf, DH-String, Komma, LA, minus 1, Klammer zu. Also Leute, jetzt habe ich eine Zeit lang, ja, den Fehler gesucht. Ja, manchmal ist man eben blind. Ein Fehler wurde ja ausgegeben, ja, in der Zeile, ja, 2020, ja, aber ja, das Problem liegt eigentlich ganz woanders, ja, da zeige ich euch mal, ja, darum habe ich jetzt auch eine Weile gesucht, ja, der Fehler liegt nämlich in der Zeile 2010. Ja, denn ich habe hier geschrieben DE und hier gehört aber die A. Ja, damit das stimmt. Und darum kommt es hier ja zu einer Fehlermeldung. Ja, also so kann es gehen. Ne?
Ja, also nochmal H, A, ja, funktioniert, aber noch nicht richtig, ja, denn wir haben dort nicht Null stehen, ne? Das ist ja mal überhaupt nicht gut, ja, und auch sonst haben wir ein Problem, denn ja, wir sehen, das wird nicht richtig mit Nullen gefüllt. Ja, und in Hex haben wir keine Ausgabe. Ja, und das könnte natürlich daran liegen, dass ich ja zwei Zellen weggelassen habe. Ja, war jetzt ein kleiner Denkfehler drin, aber es gibt einen Grund, ja, warum ich die weggelassen habe. Aber wir geben sie mal ein wenig ein und ich erkläre es euch. Ja, wo da an und für sich nämlich das Problem liegt. Ja, und zwar ist nämlich Folgendes. Ja, wir springen hier ja dann schon rein, um mit Gosub um die Null zu füllen. Das Ganze hat aber ein Problem. Ja, denn wenn man Hexadezimalzahlen in Dezimalzahlen umwandelt, gibt es nämlich immer ein Vorzeichen. Ja, und genau dieses Vorzeichen ist das Problem. Und daher müssen wir hier ja, noch ein paar Zeilen einfügen. Ja, müsst ihr mir jetzt einfach glauben, aber so wie ich es programmiert habe, funktioniert halt sonst das Programm nicht. Ja, darum fügen wir hier ein 4133 LA. Ja, müssen die Länge nochmal uns anzeigen lassen. Ja, Len, Klammer auf, GH. String, das könnt ihr übrigens ruhig ausprobieren, das mit Vorzeichen. Ja, Klammer auf, 13, aber das könnte jetzt natürlich das Problem sein. Komma 0, weil ich habe nämlich gedacht, ja, ich kann das jetzt zeigen, ja, dass da ein Vorzeichen drin ist. Das hat aber so nicht funktioniert. Ja. So, zweimal Klammer zu. Ja, und da müssen wir noch sagen, 4001, also ihr merkt, ja, auch beim Programmieren, ja, ich hatte auch das Problem, mir war das nämlich jetzt noch nicht bewusst, dass, ja, 35, er hier ein Vorzeichen rein macht. Und da müssen wir sagen, DH String, ja, Klammer auf, 13,0, Klammer zu, ist gleich, ja, jetzt müssen wir wieder die Zeichen rauslesen, ja, String, Klammer auf, A, D, A, String, ja, Klammer auf, 13,0, Komma, A, Klammer zu, ja, Komma, LA, minus 1, ja, dann haben wir das drin, dann brauchen wir noch eine Zeile. Und das ist die 4140 und das war nämlich das Problem, weil die hat nämlich jetzt gefehlt. Ja, darum hatten wir auch keine Anzeige dort. Ja, Komma 13,1 Gamma zu ist gleich DE String, ja, darum war dort auch 0 drin. Und jetzt müsste es eigentlich richtig funktionieren. Ja, gucken wir mal. H, A, F. Ups, da haben wir noch einen Fehler, den List 4134. Ja, das ist die Zelle hier. Ja, die war zwar bei jemandem Ding. So, gucken wir nochmal. DH String, ups. DH String, Komma, Klammer auf, 13,0, Klammer zu. So, es ist schon ein Fehler, ja. Hier ist ein S statt ein String. So. Gucken wir nochmal, ob wir nochmal einen Fehler drin haben. Aha, AF. Doch, gibt noch ein 6, der Fehler. 4, 1, 4, 0.
So, ja, da hat es irgendwas mit einer Klammer, ja, die da nicht hingehört. Ja, bringt nichts, ne? Falls irgendwo Klammer vergisst, kannst du nicht mal anders an der dazu machen. So, AF, ja. Ja, und jetzt funktioniert auch das Programm richtig. Ja, also jetzt ist das auch mit den Vorzeichen weg. Im Prinzip hat es eigentlich, haben wir nur keine Anzeige dort gehabt in Hexadezimalzahlen, weil ja die Zeile 4041 gefehlt hat. Aber wenn ihr die Zeilen, ja, 4133 und 4135 weglassen würdet, hättet ihr einen Fehler drin, ja, dann wäre natürlich da ein Vorzeichen drin, ja. Und daher muss man eben diese Zeilen einfügen, damit dieses damit das eben ja, verschwindet dieses Vorzeichen. Aber ihr seht jetzt, ja, das Programm funktioniert schon. Ja,